Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir sind ja aktuell dabei, die Hauptstadt hier in Crown Falls möglichst weit auszubauen, um möglichst mal irgendwann so auf die 100.000 Einwohner zu kommen. Um die ganzen Bedürfnisse weiterhin zu decken, glaube ich, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft irgendwann an so eine kleine Grenze stoßen werde und das wird eher die neue Welt betreffen. Da habe ich natürlich noch mehr als genügend Platz, um mich weiter auszudehnen, was Anbauflächen angeht und die ganze Produktion und so weiter. Aber Arbeitskraft, das wird irgendwann an die Grenze kommen. Und die Hauptinsel hier in der neuen Welt, die ist halt schon auch ganz schön dicht besiedelt. Option wäre natürlich, ganz viel von dieser Produktion hier einfach auszulagern. Möglicherweise komme ich da sowieso irgendwann nicht dran vorbei. Aber ich glaube, vernünftiger wäre es im Grunde genommen, hier noch eine weitere Insel dafür zu benutzen, um dort einfach nochmal eine Stadt hochzuziehen. Also das würde ja erstmal reichen, wenn ich dort, also dort einfach eine weitere Insel mit reinen Jornalero-Arbeitskräften bestücke. Und die Frage ist halt, also die vorhandenen Inseln, ja, da sehe ich jetzt nicht mehr so wirklich die Option dafür. Da könnte man schon noch irgendwie eine Stadt hinquetschen, aber das ist jetzt alles andere als optimal. Deswegen habe ich mir überlegt, eher nochmal eine weitere Insel mir unter den Nagel zu reißen. Die Frage ist halt jetzt, welche wäre dafür geeignet? Jetzt schauen wir erstmal, was braucht denn die unterste Bevölkerungsstufe gleich nochmal, um hier die Bedürfnisse befriedigt zu haben. Also gebackene Bananen und Ponchos, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie herstellen. Und gut wäre natürlich auch noch Rum. Das würde erstmal reichen. Also drei Dinge. Sollte nicht allzu teuer sein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Bananenfruchtbarkeit. Fischöl, das braucht ja keine Fruchtbarkeit. Ponchos glaube ich auch nicht. Da müssen wir einfach Alpaka-Farmen herstellen. Und Rum, da brauchen wir natürlich noch Zuckerrohr. Also idealerweise eine Insel mit Zuckerrohr und Bananen. Zumindest aber Bananen. Können wir eigentlich, also ich denke mal, man kann ja auch Fruchtbarkeiten mit Items herstellen. Da ist es eh schon. Also Zuckerrohr könnten wir schon mal kaufen. Vielleicht machen wir das auch direkt schon mal. Um der Sache schon mal vorzugreifen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Insel mit Bananenfruchtbarkeit. Und das dürften so ziemlich alle sein, denke ich mal. So, dann ist halt die Frage, welche Insel und wie machen wir es? Also ich könnte natürlich jetzt versuchen, hier Inselanteile zu kaufen. Aber das dauert mir offen gesagt viel zu lang. Da muss man ja jedes Mal wieder 10 Minuten warten, bis man das nächste kaufen kann. Außerdem kostet es sowieso Einflusspunkte. Also nee, das ist mir, glaube ich, viel zu mühsam. Wir machen das mit kriegerischen Mitteln, glaube ich. Rein zufällig hat sich hier nämlich auch gerade eine Flotte zu einem Manöver hinbegeben. Das heißt, die könnten wir tatsächlich dafür zweckentfremden. Und die Frage ist jetzt, schnappen wir uns eine Insel vom Willy oder hier vom Karl Leonard? Was sagt die Diplomatie? Okay, mit ihm bin ich eh schon relativ, zumindest, ja, gut im Frieden, aber der Ruf ist halt nicht allzu hoch und ich mag ihn sowieso nicht. Eigentlich mag ich beide nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, aber er ist noch irgendwie ein bisschen unverschämter. Das Problem ist halt, mit dem habe ich einen Nicht-Angriffspakt. Das ist natürlich, den kann man wahrscheinlich nicht brechen oder habe ich noch nie versucht. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem einen Nicht-Angriffspakt habe, aber jetzt irgendwie 37 Minuten zu warten, ist irgendwie auch keine Option. Deswegen muss er vielleicht was auf den Deckel kriegen hier. Schauen wir mal. Schauen wir uns erstmal die Inseln an. Dann versuchen wir den Nicht-Angriffspakt einfach zu brechen. Wobei wir können schon mal schauen, geht das? Handelsrechte ersuchen? Nee, das geht sowieso nicht. Also keine Chance, da rauszukommen aus der Nummer. Ihm könnte ich direkt den Krieg erklären. Ja, dann muss es auf jeden Fall eine von Willys Inseln sein. Na gut, ich meine, der hat jetzt lange genug nichts abbekommen, der gute Mann. Welche nehmen wir denn? Dann vielleicht direkt diese hier. Das hat auf jeden Fall, schauen wir mal, Bananenfruchtbarkeit. Gibt es irgendeine Insel, die beides hat? Also Bananen und Zuckerrohr. Nee. Die hier unten. Die hätte beides. Bananen und Zuckerrohr. Fruchtbarkeit dazu. Noch ein bisschen Gold, Öl. Tja, das wäre natürlich ein bisschen mies. Das ist halt gleichzeitig, ich glaube, seine Hauptinsel hier, oder? Hat er irgendwo noch eine schöne? Wobei hier da auch noch. Okay, das ist seine Hauptinsel hier. Ist halt relativ weit hier unten in der Ecke. Also ich hätte sie irgendwie dann doch ganz gerne alle beisammen. Meine Inselchen. Macht jetzt zwar nicht so den Mega-Unterschied, aber dann würde mir fast der ganze Norden sozusagen hier gehören. Bis auf die Insel hier drüben. Die können wir uns auch noch bei Gelegenheit irgendwann holen. Sollen wir die hier nehmen? Ich meine, das reicht ja, um eine Siedlung hochzuziehen. Eigentlich auch ganz schnuckelig. Ich glaube, die wird's, oder?
Dann verlegen wir mal die Flotte dorthin. Ah, die steht da eh schon praktisch vor der Haustür rum. Erklären ihm den Krieg. Und es kann natürlich ein bisschen unangenehm werden, beziehungsweise einfach nur nervig. Weil ich glaube nicht, dass der mir irgendwie die Stirn bieten kann. Vergleichen wir doch mal. Habe ich eh noch nie gemacht oder schon lange nicht mehr. Okay, er ist militärisch sogar auf dem Papier besser aufgestellt als ich. Wirtschaftlich etwas schlechter, aber diese militärischen, die Zahl 471, die resultiert ja wahrscheinlich aus seinen Verteidigungsanlagen und nicht aus seiner Flotte. Und bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ich habe ja wenig Verteidigungsanlagen, nur das Nötigste, aber dafür wirklich eine relativ große Flotte. Alles gute Schiffe mit Items bestückt und so weiter. Da wird nichts schief gehen. Und ich denke mal, wenn der Krieg dann eine Zeit lang läuft, dann wird er sowieso zu Kreuze kriechen, relativ schnell und versuchen da irgendwie wieder rauszukommen aus der Nummer. Also sollen wir es angehen? Ja, komm. Hilft ja nichts. Wir brauchen die Insel. Verträge. Krieg erklären. So. Willy Wibblesock. Okay, sie findet es nicht so cool. Es wird Zeit. Er freut sich. Sieh an. Diese Heuschrecke, sagt er. Na schön, dann schießen wir hier mal alles zu Klump. Benutzen mal schön unsere Artillerie, die wir hier mit dabei haben. Und dann dürfte das hier sowieso gleich zu Ende sein, die ganze Geschichte. So. Er ist wenig begeistert von der ganzen Aktion. So, Verteidigungsanlagen sind sowieso schon passé. Okay. Sehr gut. Insel bereits erobert. Anteile. Moment, wie war das noch? Löschen Sie die Stadt. Ja, genau. Wir nehmen einfach die ganze Insel. So. Sieh mal einer an. Also eine Insel abgenommen und er bietet mir direkt einen Friedensvertrag an. Machen wir jetzt einfach mal. Dann haben wir direkt wieder unsere Ruhe. Wobei ja sowieso nicht wirklich was passieren kann. Also meine gesamte Handelsflotte ist ja praktisch safe, weil da überall die weißen Fahnen drin sind. So, ausgezeichnet. Dann schauen wir mal. Ich lasse erstmal ein paar Schiffchen zur Hauptinsel schippern, damit wir... Ich denke, wir werden hier erstmal Baumaterialien benötigen. So, Zeitung. Krieg ist vorbei. Kurz und schmerzlos. Nennt man wohl Blitzkrieg oder so ähnlich. So, Treibgut wird eingesammelt. Hat er irgendwas im Kontor hinterlassen, der Gute? Irgendwelche netten Items? Ja, gut. Ich meine, das ist jetzt, naja, ist halt überschaubar. Aber es ist, haben ist besser als brauchen, wie man schon so schön sagt. Vielleicht können wir es noch verhökern. Was ist das hier eigentlich? Großer Geldbeutel. Aufstandsgefahr minus 60. Na gut. Nichts, was wir wirklich nötig haben. So, dann können wir eigentlich gleich, da haben wir doch hier... Den schicken wir hier mal hin und der darf direkt mal die Zuckerrohrsamen kaufen. Tralala, das können wir alles löschen. Keine Verluste, das war auch nicht zu erwarten. Ja, ich glaube, er hat es nicht so wirklich kommen sehen, der gute Mann. Schauen wir mal in die Diplomatie. Ja, er ist halt jetzt wahrscheinlich das Vertrauen vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so da wie vorher. Wir loben ihn mal. Einschmeicheln. So. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal shoppen. Dann brauchen wir Baumaterialien und dann ziehen wir uns eine neue Stadt hoch. Sehr gut. Gekreuzte Zuckerrohrsetzlinge. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Ja, sonst noch irgendwas, was wir hier brauchen könnten? Küche. Küche. Ist die Küche, macht die Tortillas oder macht die Küche... Also egal, das reicht erstmal für den Anfang. Das schippern wir hier hin. Dann, wo setzt man denn den Hafen? Ich würde sagen, hier in dem Bereich, hier oben. Was will sie denn eigentlich von mir? Friedensvertrag? Nein. Warum so gemein? Ja, die reicht schon, die Insel. Hier kommt der Hafen hin, dann haben wir hier praktisch den kürzesten Weg zu unserer Hauptinsel. Und dann schauen wir mal. Jetzt hoffe ich mal, dass ich genügend Baumaterialien hier vor Ort habe. Mit Ziegel und solchen Sachen könnte es ein bisschen eng werden, aber Holz sollte wohl ausreichend vorhanden sein. Das beschleunigen wir mal. Also war, glaube ich, grundsätzlich auf jeden Fall eine ganz gute Idee, hier nochmal eine weitere Insel zu eröffnen. So, da schleppen wir mal Bretter an.
Jetzt kann ich das nicht mehr ausleeren, verdammt. Was will denn er von mir? Nein, nicht Angriffspakt. Und er will auch noch Geld. Nee, das machen wir nicht. Kein schlechter Scherz, oder? So, müssen wir hier ein bisschen was über Bord kippen. So. Ziegel wären noch gut. Okay, sind auch noch einige vorhanden. Das genügt für den Anfang. Dann schippern wir da mal die ganzen Sachen hin. Weil das wäre halt einfach eng geworden hier mit, also noch mehr Wohnraum, ihr seht ja selbst. Das ist jetzt hier schon ganz schön vollgestopft. Und die komplette Industrie umziehen, das ist mir halt irgendwie alles viel zu aufwendig. Das ist ja jetzt auch schon alles relativ sinnvoll hier, alles gestaffelt mit Handelskammern und entsprechenden Items geboostet. Also da würde ich jetzt die Stadt nicht noch weiter wachsen lassen. Und wie gesagt, es reicht ja, wenn wir auf der neuen Insel erstmal nur Journaleros machen. Denn über die Handels... Pier-Geschichten hier, die Besucher, also nicht die Besucher-Kais, sondern, wie heißen sie? Durch die Pendler-Kais können wir ja die Arbeitskräfte sowieso schön hin und her schippern, dann passt das auf jeden Fall. So, das sollte mal genügen, um den Grundstein zu legen. Dann setzen wir uns hier ein Hafengebäude. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, habe ich jetzt keine Zeit für, tut mir wirklich leid. Okay. Ah, das wird ein bisschen dauern. Wir lassen mal etwas schneller laufen, damit die Lieferungen da schneller ankommen. Auf die Station. Ist ja zum Glück gleich direkt um die Ecke. Sehr schön. Das ging ja einfacher als gedacht. Ich meine, der Willy, der ist halt, wie ich es gesagt habe, der wird sofort, wird er versuchen, irgendwie wieder aus der Nummer rauszukommen, weil er genau weiß, mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Das wird einfach nicht durchstehen, so einen richtigen Krieg. Und ich hatte jetzt auch keine Lust auf einen richtigen Krieg. Also da jetzt irgendwie 5, 6 Folgen lang da alle Inseln zu erobern und so weiter. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Was hat er eigentlich noch dabei? Ah ja, okay. Gut, dann setzen wir uns hier mal ein Konteurchen. Moment mal. Schlachtkurs steht. Achso, weil ich habe ja schon ein Kontor. Also die Insel ist ja eh schon besiedelt. Ich würde aber trotzdem hier noch gerne einen weiteren Hafen hinsetzen. Das wäre mir ein Begehr. Hafenstadt, das ist nicht das Richtige. Schiff unter Beschuss. Ach so, die Piraten. Sieh mal eine an, sehr putzig. So, das war schon wieder. Okay. So viel dazu. Kleines Intermezzo. So, was wollte ich denn jetzt? Hier noch einen Hafen hinsetzen. Kleiner Hafen. Hafenmeisterei. Wie weiß ich denn? Ach, das habe ich ja ewig nicht mehr gemacht. Ich will doch hier einfach nochmal einen weiteren Hafenbereich setzen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Großer Hafen. Besucherhafen, Pendlerkai, Anlegestelle. Ah, was ist denn nochmal das Hauptgebäude vom Hafen? Helft mir mal auf die Sprünge, verdammt. Das kann ich hier alles nicht setzen. Okay, sonst müssen wir halt das hier drüben nehmen. Oder ich muss das hier abreißen, dann kann ich da drüben wahrscheinlich ein neues bauen, oder? Also sind die Items noch drin. Ja, die nehmen wir schon raus. Es wäre einfach schade drum. Aber nichts verschenken. Selbst wenn Schrott ist. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ja, sonst noch irgendwelche Waren sind hier aber nicht übrig geblieben, ne? Das ist alles leer. Hat sich verringert. Okay, gut, das passt. Dann nehmen wir schnell die Items raus. Und dann versetzen wir das Kontor. Und dann passt das. Und dann können wir uns hier ausbreiten. So, einmal umladen bitte. Zack, 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 zack. Gockel war auch irgendwie dabei. Kampfdeck bereit machen. Ein Huhn. Für den Zoo. Okay. Ponchos. Moment, da war eins war noch drin. Ja, komm, scheiß drauf. Das. Wir haben es nicht nötig. So, die schicken wir
hier rüber. Das reißen wir ab. Bestätigen. Das heißt, jetzt ist die Insel unbesiedelt. Jetzt können wir auch hier ein Kontor bauen. So. Kontor bauen? Wieso fehlende Baumaterialien? Achso. Na, ihr habt doch alles. Ach, Stahlträger brauchen wir auch noch. Okay, dann nehmen wir jetzt den mal schnell. Der kann schnell die Stahlträger holen. Der ist schön flott. 80 Stück haben wir hier noch einlagern, zum Glück. Das passt also. Stahlträger. Nehmen wir einmal 50 Stück mit. Schippern die hier rüber, bauen uns ein Kontor. Und dann können wir doch endlich loslegen. Also auf jeden Fall so ein bisschen nettes kleines Ressort hier drüben. Kleines Binnengewässer, Wasserfälle. Hier so eine schöne, natürliche kleine Brücke. Lebensqualität. So, okay. Neue Befehle? Dann, wie machen wir es denn? Der schmeißt das mal schnell über Bord. Der kriegt das. Okay, ich hätte es nicht über Bord werfen müssen, sehe ich gerade. So, jetzt können wir aber unser Kontor hier bauen, oder? Genau, wunderbar. Können wir es auch direkt ein bisschen upgraden, müsste auch gehen. Okay, Fenster können wir schon mal holen. Das macht auch der hier. Damit wir das Kontor direkt noch ein bisschen aufwerten können. Denk dran, was wir besprochen haben, ja? Ja, 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 Willy. Also irgendwie sinkt mein Ruf gerade bei allen, kann das sein? Na gut, nicht, dass es mich weiter interessieren würde. Also. Bauen wir uns ein bisschen Infrastruktur auf. Hier sieht man auch tatsächlich noch, wo er seine Straßen gelegt hatte, ne? Das wächst jetzt erst alles nach, kann das sein? Wahrscheinlich. Na gut. Dann lasset uns siedeln. So, was brauchen wir? Zuerst Marktplatz als Grundlage. 3, 4, 5, 6, 7. Hier um den Marktplatz herum reserviere ich erstmal noch ein bisschen Platz für öffentliche Gebäude. Also zu viel werden wir nicht benötigen im Normalfall. Und der Rest wird schön besiedelt. Da müssen wir uns noch überlegen, wo die Produktion hinkommt. Irgendwo hier drüben, ganz am anderen Ende am besten. Können wir uns da schön ausbreiten. Hier einmal schön gerade durch, dann da hoch. Hier rüber. Und hier setzen wir dann das erste Lagerhaus. Und fangen am besten auch direkt mit der Produktion an, würde ich sagen. Und zwar einmal Küche setzen wir hier hin. Bauen wir gleich zwei. Ein paar Bananenplantagen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. So, schauen wir mal, was die Zeitung zu sagen hat. Krieg erklärt. Ja, das ist ja wohl schon. Das war ja letzten Monat. Erfolgreiche Belagerung, bla bla bla. Veröffentlichen. So. Dann setzen wir die Felder. Dann brauchen wir gleich noch das Fischöl. So. Könnten wir natürlich auch noch alles erweitern mit Traktoren und so weiter. Aber halte ich erstmal nicht für notwendig. So. Wir müssen das Land erst. Die beiden auch noch hier. So. Hola. Die brauchen noch ein Feld. Okay, reicht für den Anfang. Fischölproduktion. Ich habe ein Stück ihrer Insel erworben. Ja, schon wieder. Moment mal, ach, das muss im Hafenbereich sein, ne? Müssen wir also hier drüben irgendwo anlegen. Kein Problem. Naja, nehmen wir auch gleich mal drei. Und ich würde sogar die Anzahl der Felder auch direkt noch ein bisschen erhöhen. Den ganzen Kram schmeißen wir mal raus hier. Wir werden es wahrscheinlich nie brauchen. Das wird jetzt einfach dort alles vergammeln.
Der darf noch die Baumaterialien abladen. So, das Item ist natürlich wichtig. Das heißt, wir werden dann auch gleich noch eine Handelskammer bauen. Bereit zum Einsatz. War es da schon mit den Baumaterialien? Okay, wir müssen direkt Nachschub holen. Er ist leer. Darf nochmal zurückfahren. Bretter werde ich wahrscheinlich brauchen, ohne Ende. Und ich kann sowieso gleich anfangen, Bäume zu fällen. Die brauche ich auch für die Rumproduktion. So, das laden wir mal alles ab. Okay. Okay, damit kommen wir jetzt schon erstmal ein bisschen weiter hier. So, was habe ich gesagt? Noch zwei weitere Felder. Beziehungsweise Plantagen. Dann können die hier erstmal schön ihre Bananen züchten. Fischöl haben wir uns schon drum gekümmert. Dann wird die Produktion sowieso demnächst anlaufen. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Und einer geht noch. Ich krieg echt viele Besucher, ne? Die Menschen lassen sie hochleben. So. Okay. Grundlagen hätten wir. Dann würde ich auch direkt dazu übergehen, Holz zu fällen. Ja, wie machen wir das denn? Wo machen wir das denn? Ja. Ist eigentlich erstmal egal, ne? Setzen wir hier zwei Holzfäller hin. Schließen die beiden Kollegen an. Und vielleicht, wie viel Ziegel haben wir denn? Damit das hier ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, machen wir das mal so, würde ich sagen. Der kriegt ein Upgrade. Okay. Dann kümmern wir uns auch direkt noch um die Ponchos. Und damit haben wir ja schon mal die Grundbedürfnisse gestillt. Alpakas. Die kriegen auch irgendwie so einen eigenen Bereich. So, der ist zu weit weg, sehe ich gerade. Dann gehen wir hier mal rüber. Da kommt dann ein weiteres Lagerhaus hin. Und hier werden auch Alpakas gezüchtet. So, ich glaube, die brauchen auch nicht so viel Platz. Oh, das ist überschaubar. Vier Stück, würde ich sagen, für den Anfang. Okay, jetzt sind tatsächlich schon die Bretter ausgegangen. Ah, er hat noch volle Ladung Ziegel dabei hier. Dann holen wir mal Bretternachschub. Flotte kann ich auch eigentlich wieder wegschicken. Ja, zumindest mal so die Hälfte. Na, wobei. Na, ein paar lassen wir noch hier. Falls wir noch eine weitere Insel benötigen hier, dann ist das nicht so verkehrt. Wo habe ich die eigentlich abgezogen? Ich glaube von hier. Okay. Dann nochmal Bretter einsammeln. Sie sind ja mehr als genug vorhanden. Schlachtkreuzer bereit. So. Einmal voll machen. Vom letzten Mal war alles genau gleich. Neue Befehle? So, den machen wir auch einmal komplett voll. Und den auch noch. Das sollte genügen für den Anfang. Wie viel waren das jetzt? 400 Bretter, glaube ich. Okay. Dann müssen wir noch mal einen kleinen Moment warten. Beziehungsweise wir können ja in der Blaupause weitermachen. Alpaka-Farm. Da kriegt er erstmal seine Weideflächen zugewiesen. So. Und wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Setzen wir noch einen vierten hin. Was haben wir denn für einen Produktionszyklus? 30 Sekunden und 30 Sekunden für die Ponchos. Das ist natürlich ideal. Dann werden wir schon bald alles im Überfluss haben hier. So, aber möglichst schon so ein bisschen platzsparend das Ganze gestalten, wenn es irgendwie geht. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir das so und direkt noch eine zweite Poncho-Weberei. Die setzen wir dann hier hin. Was brauchen die zum Bauen? Auch nur Bretter, nehme ich an. Genau. Dürfte ja gleich soweit sein. Die ganzen leeren Schiffe können wir hier auch wieder wegschicken. Der Kollege kann seine Ziegel abladen. Fenster habe ich vergessen. Fenster habe ich ganz vergessen. Dann schnappen wir uns hier nochmal ein Schiffchen. Bereit zum Einsatz. Der darf eine Ladung Fenster holen. Ja, läuft.
So, hoffentlich habe ich Fenster. Zigarren ist immer noch nicht ganz so ideal, ne? Sehe ich gerade. Das scheitert wahrscheinlich immer noch an den Holzfurnieren. Obwohl ich mehr als genug Holz habe, dann muss ich da tatsächlich nochmal nachbessern. Aber okay, das scheitert natürlich aktuell auch noch so ein bisschen an der Arbeitskraft, aber das ist ja das Problem. Da arbeiten wir ja gerade dran. So, wo sind die verdammten Fenster hier? 50 Stück sollten erstmal reichen. So, die bringen wir auch hier rüber. Bretter sind inzwischen angekommen, ausgezeichnet. Stillgestanden, der Admiral. So. Dann für ein bisschen Lagerraum werden wir hier noch sorgen müssen, denke ich mal. Kessel unter Dampf. So, okay. Dann können wir die Dinger hier fertig bauen. Dann nimmt das hier erstmal schön alles seinen Gang. Ordentlich Ziegel sind ja auch nochmal reingekommen. Und jetzt müssen wir auch langsam Hütten aufstellen, weil jetzt natürlich Arbeitskräfte auch ein Problem sind. Und dann brauchen wir auch, wir brauchen natürlich auch so schnell wie möglich hier einen Pendlerkai. Vielleicht gerade mal speichern an der Stelle. So. Pendlerkai. Wo ist der nochmal einsortiert? Marktkapelle, tralala, großer Hafen, da ist er irgendwo mit drin. Pendlerkai kostet mich. Achso, der kostet ja eh nur Einfluss. Setz mich hier hin. Kampfdeck bereit machen. Alles ein bisschen sortieren hier. Gut. Kurz überlegen. Holz wird gefällt. Beziehungsweise, nee, hier wird noch gar nichts getan, weil einfach die Arbeitskraft noch fehlt. Okay, dann müssen wir jetzt natürlich... So, der ist noch gar nicht angeschlossen, der Pendlerkai, kann das sein? Der brauchte, glaube ich, dann auch noch irgendwie einen Straßenanschluss. Genau, jetzt ist er in Betrieb gegangen, hat man gerade schon gesehen. Da müssen wir jetzt erstmal Häuser setzen. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das reicht fürs Erste. Grundlagen sind gelegt. Und in der nächsten Folge bauen wir uns da hier ein kleines Städtchen auf. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.